Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe unseres, ja, ich sage jetzt mal täglichen Formats Day of the Runes of Magic, weil mein Spruch eigentlich immer so ging. Aber ja, wie gesagt, aktuell immer noch nicht ganz so täglich, sondern erstmal wieder noch ein bisschen sporadischer. Also ohne eine gewisse Regelmäßigkeit, sondern ja, mal ein bisschen nicht. Das wird sich aber, denke ich, meine nächsten Wochen werden wieder ein bisschen besser einpendeln. Ich muss mal ganz kurz hier an mein Videoaufnahmegerät ran. Ich stelle nämlich gerade fest, dass meine Webcam mal wieder viel zu hell aufgenommen wird. Weißer Gleich will ich schon mit drin haben. Oh, kann ich das jetzt? Vielleicht kann ich das gerade live nicht ändern, aber dann ist es jetzt so, da muss ich beim nächsten Mal wieder dran denken. Ja, jetzt muss ich mal jetzt in Ruhe mal gucken, was. Salingdon, wer soll denn das sein? Ach so, warte mal, wo ist der Questgeber? Da vorne, vielleicht müssen wir mit dem hier quatschen. Warst du das? Nein. Im Feld beschwört derjenige. Ja, Geschichte, Geschichte. Okay, wir haben irgendeine andere Geschichte gerade erfüllt. Das ist mir jetzt egal. So. Ja. Okay, wir müssen irgendwas bekämpfen. Hey, ich will kämpfen können. Jetzt geht's doch. Ich hätte natürlich jetzt auch vorher mir mein Pet beschwören können. So. Na, da kommen die nächsten. Die leben mich aber ohne Debuff. Das ist natürlich auch mal abenteuerlich. So. Ja, was gibt's jetzt Neues? Seit gestern eigentlich nicht so viel. Also, ich habe jetzt auch noch keine großen Rückmeldungen bekommen, nur ein paar Kommentare, dass es zum Beispiel wieder schön ist, dass ich wieder ein bisschen Daily-Dose mache. Ich hatte jetzt gerade auch einfach mal wieder Bock, heute auch wieder noch, ne, mit der Daily-Dose weiterzumachen. Deshalb haben wir jetzt schon bereits heute wieder eine neue Folge. Ja, ansonsten steht halt morgen mal noch das Unterschreiben meines Vertrags an und so. Eigentlich nur noch eine Formsache. Ja, und dann geht es ab nächster Woche mal los mit dem, man sagt ja immer so gern, der Ernst des Lebens geht dann los. Zum 10.000. Mal geht der Ernst des Lebens dann auch wirklich richtig ganz sicher, hundertprozentig sicher los. So, ich nehme mal hier das Schwert des Edens mit. So, da vorne gibt es eine neue Quest. Ich will mal kurz mir das Schwert des Lebens anschauen. Das sieht nicht besonders aus. Okay. Der fehlende Kommandant. Also, da vorne haben wir noch was. Casey Moreton. Okay, wir müssen von anderen Leuten auch noch Informationen reinholen. Das machen wir bei der Gelegenheit. Ihr seht, ich gehe gerade ziemlich ungleichmäßig vor, sozusagen. Was haben wir hier noch? Hohndetektor. Ein neues Bündnis.
Okay. Muss er finden. Also ja, mein genutzt den mit einer Frucht der heiligen Baum gefertigten Energie zuvor. Ach so, wir müssen also in der Nähe von den Dingern wahrscheinlich diesen Energiezufuhrapparat verwenden. Ah, jetzt können wir es. Okay, gut. Dann machen wir das mal fix. Also aktuell ziemlich ungeordnet, aber das ist, glaube ich, jetzt auch hier nicht so schlimm. Wir werden mit der. Wie heißt es? Merlin-Tundra? Merlin-Tundra. Werden wir bei schon früh genug fertig werden. Ich möchte das alles mal wieder ein bisschen entspannter spielen. Ich meine, wir haben ja noch unglaublich viele Zonen vor uns und irgendwann werden wir halt mal fertig werden, oder auch nicht. Vielleicht war das zwischendurch auch mal immer das Problem, dass ich dann das mit den Daily-Roms und so wieder übertrieben habe und so. Dass das jetzt, wenn man es ein bisschen ruhiger angehen lässt, auch langfristigeres Projekt wird oder bleibt. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall gerade. Huch. Das hat nicht so geklappt. Okay. Ja. Ansonsten natürlich jetzt nebenbei ganz viel formalen Kram die ganze Zeit machen. So Krams wie Telefonnummer bei dem Telefon, beim Telefonsupport im Prinzip beantragen oder zumindest ne, das Telefon, was ich bereits in meinem Büro, wo ich bisher gearbeitet habe, umschreiben lassen auf meinen Namen und was muss ich noch so alles machen? Beim Rechenzentrum meine E-Mail oder den E-Mail-Account auf einen anderen Server transferieren lassen. Was muss man noch so alles Lustiges machen? Ja, noch so für ein paar weitere Zugänge, also nicht Zugänge, sondern nur für weitere Systeme Zugänge beantragen. Jede Menge Kleinkrams, was bei solchen Dingen ansteht, was eigentlich auch so wäre, wenn man jetzt irgendwie bei irgendeinem anderen Arbeitgeber und jetzt nicht direkt an der Uni anfangen würde. Da ist es ja auch so, die ersten Tage kriegt man erstmal seine Zugangsdaten und dann muss man sich erstmal noch seinen Arbeitsplatz einrichten und dann muss man hier noch was machen und da noch was machen und da noch fünf Formulare unterschreiben und hin und her. Also ich kenne es, habe bisher noch nie was davon gehört, dass das bei zumindest ne, solchen Arbeiten und Arbeitgebern irgendwie anders ist. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo angestellt würde zum Regale packen, dann muss ich natürlich ein paar Formulare weniger ausfüllen, aber bei sowas, wo wie ich, naja, ne, bei sowas in der Form ist es, glaube ich, echt Standard, dass man so viel Formularkram machen muss. Das ist dann ganz entspannt, dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt zum 1. Oktober eingestellt wird, sondern ich noch einen Kollegen habe, der ebenfalls eingestellt werden soll. Da kann man den ganzen Formularkram immer zusammen machen. Dann ist der ein bisschen entspannter und lustiger. Das finde ich immer ganz schön. Dann muss ich mal gucken, dass ich mir den nächsten Wochen noch so einen Hochleistungs-CV suche, der mir dann beim Forschungsprojekt Unterstützung leistet. Also, ich meine, wenn ich im Forschungsprojekt schon Mittel für CVs habe, dann werde ich die auch auf jeden Fall verwenden. Dafür sind die CV-Mittel ja auch gedacht, dass sie dann für das Forschungsprojekt mitverwendet werden. Ich muss mir halt nur jemanden suchen, der, auf den man sich auch wirklich verlassen kann. Und das ist, glaube ich, nicht immer so einfach, habe ich mir sagen lassen. Also gute Hiwis sind schwer zu bekommen. Ja, mal schauen. So. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal für heute Schluss.
Wir sehen uns dann eventuell morgen wieder. Ich will mich aber nicht darauf festlegen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis demnächst. Ciao, ciao.